So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir starten diesmal mit Dota Auto Chest. Kaufen mal den Tiny. Ich werde euch das Spiel hoffentlich ein bisschen näher führen können. So, mal kurz positionieren. So. Also, ihr seht hier oben eure Chest Pieces. In unserem Fall 1 von 1. Mit jedem Level kriegt ihr ein Chest Piece mehr. Unser Goldvermögen gerade bei 0, weil erste Runde ein Gold kostet der Hero, also ein Gold. Hier rechts seht ihr die Lobby, 8 Stück an der Zahl, also ihr spielt gegen 7 Leute. Hier seht ihr auch die Ränge, oh, ich bin 2 Ränge abgefallen. Knight 1, Knight 9, Knight 3, Knight 6, 1, Pawn 7, Knight 2 und Pawn 7. Oh, Krone nehmen wir mit. Nochmal eine Draw. Nee, wir werden wahrscheinlich auf die Druiden gehen. Machen wir mal die Enchantress mal mit rein. Ja. Ihr seht auch ein bisschen Multikulti. Hier haben wir auf jeden Fall einen Chinesen. Oder er ist, glaube ich, ein Japaner. Er ist schon mal gerade rausgegangen. Ob er nochmal wiederkommt, keine Ahnung. Die ersten drei Runden spielt ihr gegen Creeps. Die Creeps können Dings droppen. Items. Der hätte jetzt natürlich mal was Schönes droppen können. Den hat er weggetast. Habe ich. Ja. Ja. Jedenfalls, der droppt. Oder die können droppen. Daraus könnt ihr dann ganz normal wie in Dota sonst auch euch was Schönes zusammenbauen. Es gibt nicht alle Items wie in Dota, aber halt so ein paar. Es gibt auch nicht alle Helden. So, jetzt kaufen wir den Furion. Entlocken hier wieder, dass wir nächste Runde wieder einen neuen Roll kriegen. Und bringen auch den Furion aufs Feld. Käfer! Nicht auf mein Spielfeld. Hier habt ihr auf jeden Fall die Bank. Dort könnt ihr halt noch Spieler oder beziehungsweise Chess Pieces auf die Bank schicken. Und wir sehen hier unsere Synergien. Wir haben jetzt zum Beispiel Warrior 1, das ist der Tiny. Der Tiny ist Warrior und ist Elemental. Haben wir leider keine Synergie. Wir bräuchten 2 Elementals oder halt 3 Warriors. Dann haben wir eine Elfe. Das ist die Dings. Unsere gute Chantress, die gerade richtig auf den Sack gekriegt hat. Das lief jetzt suboptimal. Jetzt haben wir hier noch einen Furion. So, und jetzt kommt zum Beispiel die Spezialkraft von den Druiden. Wenn wir 2 Druiden auf dem Feld haben, brauchen wir nur 2. Sprich, normalerweise bräuchte man zum Upleveln einer Kreatur, zum Beispiel von Tiny, bräuchte ich noch 2 weitere Tinys, damit ich 3 Tinys auf dem Feld habe. Dadurch wird ein Tiny Stufe 2. So wie jetzt hier der Anti-Mage oder der Tinker. So ist das normalerweise gedacht. Außer halt bei den Druiden. Bei den Druiden ist das ein bisschen anders. So, ja, jedenfalls, wir haben die Druiden-Synergie auf 2. Two identical Druids can proved zum Level 2er. Und wir können jetzt hier auch, durch dass der Level 2 ist, endlich mal hier so Viecher spawnen. Ich glaube, auf Level 1 kann er das auch, aber die sind so schnell tot. Müssen wir mal gucken, wie wir gleich unsere Items mal verteilen. Das ist natürlich jetzt nicht so suboptimal. Ich kaufe beide. Pack aber den Clockwork als zweiten Tank mal rauf. Den dahin und den zu unserem Tiny. Hier unten habt ihr dann halt eure Schaltflächen. Ich habe die jetzt mal umbelegt. Normalerweise ist das, glaube ich, Q. Q, W, E. Und die beiden sind halt gleich. Aber halt E und W ist so nah zusammen, dass ich oft mal durcheinander gekommen bin und habe dann aus Versehen mal meine Spielfiguren verkauft. War dann super. Oh, hier kriegen wir auch richtig auf den Sack. Haut, letzter Platz.
Es ist immer lustig, wenn ich das Spiel hier spiele und die erste Synergie nicht passt. Ich krieg halt sowas von krass auf die Nase. Ist dann nicht so toll. So, Enchantress rauf, Enchantress 2. Wir hoffen später auf einen Lone Druid. Warte mal. Einen Task rein. Nochmal der 11. Jetzt haben wir auch den Beast Bonus. Beast Bonus heißt 10% mehr Attack Damage. Ist eine bessere Synergie als der Clockwork. Deswegen werden wir auch den Clockwork erstmal wieder verkaufen. Lohnt sich nicht für uns. Die Techs sind halt extrem stark. Aber der Heal von der Lu von der Luna, sage ich schon, von der Enchantress ist halt auch nicht ohne. Sieht man nämlich gut, wie das hier wieder hochgeheilt wird. Und durch den Heal haben wir die Runde gewonnen. Schon mal nicht ganz so schlecht. Wir bräuchten auf jeden Fall für Stufe 5 noch einen Krieger. Da ist kein Krieger dabei. 11 bräuchte man, glaube ich, 3, ne? Ja. Für 11 bräuchten wir 3. Wir kaufen ihn trotzdem einfach mal. Hier sieht man es nämlich auch. Der gerne geht hier auch auf Enchantress, Bounty Hunter, Clockwork 2. Hier links seht ihr nochmal eure DPS-Anzeige, wie viel Kills gemacht habt, wie viel Tode ihr hatte. Assistance, ja, hier in dem Spiel gibt es keine Assistance. Ja, und das ist halt so der Sinn von Dota Auto Chest. Probiert einfach, erste oder beziehungsweise unter den ersten drei zu kommen, weil dort gibt es Candies und Candies sind immer gut. Weil mit den Candies. Oh, verdammte Axt. Warum hau die Enchantress doch irgendwie noch um? Nein, das ist vorbei. Mit den Candies kann man sich andere Kuriere kaufen. Zum Beispiel wie der gute hier. Und dann hätte man so einen Frosch. Statt diesem blöden Donkey. Der Esel ist nämlich einfach nur. Jetzt haben wir hier nochmal einen Lone Druid. Und einen Beast. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nochmal kaufe. Kauf den Puck nochmal. Punkt wäre nämlich noch ein 11. Demon Hunter. Aber wir kriegen halt sowas von auf den Sack. Es tut halt wirklich weh. Aber da müssen wir jetzt durch. Haben wir jetzt zum Beispiel einen Task auf 2. Hier brauchen wir 3 und Bock. Er updatet sich von alleine. Jetzt machen wir das mal anders. Ups, den wollte ich nicht kaufen. Wir nehmen den Tiny erstmal raus. Hauen dafür die hier rein. Jetzt haben wir nämlich noch einen Elfenbonus, weil uns hätte eh der dritte Dings gefehlt. Der Warrior und wir hatten auch kein Element. Deswegen hoffen wir, dass mit. Sieht nicht gut aus mit dem Elfenbonus. Heilig, heilig, gut gegen. Er ist halt tanky as fuck. Schaffen wir nicht. Er hat halt komplett alles drauf, was geht. Das ist jetzt halt suboptimal. Ich bringe ein Ende zu Magie.
Gleich kriegen wir den ja nochmal auf 2. Auf jeden Fall kriegen wir hier nochmal den zweiten Furion. Ah, komm, einmal Reroll geht noch. Nick, ja doch. Der Reroll war auch gut. Ja, nicht mal so schlecht. Also Stufe 10 kommen nochmal normale Creeps. Alle 5 Runden kommen normale Creeps. Also bei 10, dann bei 15 und 20. Halt immer so weiter, je nachdem wie lange das Late Game gehen sollte. Und wir haben eine Rope of the Maggie. Rope of the Maggie. Da muss jemand Dings denken. An die Simpsons. Von Ring of Regeneration. Was können wir daraus machen? Nur den Zepter. Geben wir mal den. Und geben wir den. Den Tusk kaufen wir nochmal. Und den Demon Hunter kaufen wir auch. Weil wenn wir den Demon Hunter jetzt haben, können wir den dann raufbringen und wir können mehr Demons dann später haben. Aber der bringt uns jetzt noch nichts. Der bringt uns erst später was. Anti-Mage 3, yo. Er hat halt des Todes reingelackt. In der 11. Runde. Hier werden wir wahrscheinlich auch nochmal verlieren. Sieht jedenfalls ganz danach aus. Yep. Enchantress hat sich zwar nochmal probiert gegenzuheilen, aber nö. Machen wir nochmal Enchantress. Ja, Tiny, das war's mit dir. Auch die zwei Dudes. Einmal machen wir noch. Haben wir nochmal einen Furion. Der Dreiertraum ist da auch weg. Furion ist wichtiger. Und du kriegst nochmal einen Ring. Wie sie halt alle ihre Goblins haben, ne? Das verlieren wir auch. Also Edo fällt erstmal sehr weit runter. Irgendwie heute nicht der Tag zum Dota Outer Chest spielen. So, hier haben wir nochmal eine Enchantress. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Jetzt nicht auf dem Feld. ein Reroll geht. Hier hätten wir nochmal einen Anti-Mage. Glaubt zwar nicht, dass wir ihn zusammenkriegen, aber wir kaufen erstmal. Der steht echt blöde, den muss ich umsetzen. Der kriegt immer gleich sofort auf den Sack, ohne dass er was spawnen kann, wirklich. Tötet ihn doch. Wenigstens ihn. Sowas von unlucky. Ich glaube, ich bin der Erste, der rausfliegt. Wenn das so weitergeht. So. Furion Stufe 3. So, wir rerollen nochmal. In der Hoffnung. Einmal geht noch. Ne, beziehungsweise wir kaufen Level. Das ist mit ein. Wir bringen ihn erstmal aufs Feld. Und stellen. Mann, ich wollte ihn noch umstellen. Ist das jetzt ausgehebelt? Ich glaube, es ist ausgehebelt.
Das kriegen wir aber hin. Ich glaube, wir nehmen jetzt gleich erstmal die Enchantress vom Feld. Ah, Reroll nochmal. Oh, dich wollen wir nicht. Dich tauschen wir. Du gehst nach hinten. Du gehst raus, du gehst rein. Haben zwar jetzt den Beast-Bonus nicht mehr, aber dafür haben wir, dass unser Demon wenigstens das macht, was er hundertprozentig soll. Es war jetzt blöd, dass sie bei uns voll in die Backline reingesprungen sind, aber naja. Sollten wir eigentlich down kriegen. Da ist noch ein Geschenk, ein Schild. Und Ring of Health. Schild mit Ring of Health. Welcher hat Ring of Health? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir gleich mal gucken. Na, der Traum ist wohl auch vorbei. Ich glaube, der hat auch einen. Nope. Kriegt er jetzt aber erstmal. Wir rerollen. Kriegen natürlich noch eine Phantom Assassin. Weiß nur nicht, ob die besser ist als sorry. Als die Templer. Ich weiß gar nicht, ob unser Doom das Ulti noch rausgebracht hat. Aber das schaffen wir. Also wir machen sie jetzt erstmal gleich zur Stufe 2 und werden nochmal gucken. Oh, Terrorblades. Terrorblades des Todes. Werden die nochmal austauschen. In der Hoffnung, dass es so besser ist. Ich hoffe eigentlich noch auf den Lone Druid. Dass er irgendwann jetzt mal kommt. Ah, das Kunkerschiff sitzt. Aber sollte für uns auch kein Problem sein. Da gehen wir so durch. Er ist eigentlich auch nur noch da, falls wir mal einen Dragon Knight bekommen. Ich hoffe eigentlich, dass wir jetzt hier wieder so ein bisschen hochclimben. Ein Anti-Mage. Ah, da ist nichts dabei. Doom Warrior. Ah, dich kicken wir doch. Wir nehmen den Doom mit rein. Ja, wir können ja jetzt mehr Demons auf dem Feld haben und die haben alle dann ihre 50% mehr Schaden. Und der Doom ist mal gar nicht so schlecht. Ich brauche ihn für den Elfenbonus. Und er spawnt auch ganz gut. Was war das denn? Dutch Farmer, was war bei dir denn los? Der Charmer hat aber richtig kassiert. Wir kämpfen uns so ein bisschen wieder back ins Game. Ist mal gar nicht ganz so schlecht. Nur ist da nichts dabei, was wir brauchen könnten. Also warten wir. Wir lassen alles so.
Weiß gar nicht, wenn ich die beiden Enchantress raufwerfe, ob die zu einer Stufe 3 Enchantress werden. Ich glaube nicht. Ja, da marschieren wir auch so durch. Das war The Wall. The Wall war auch letzter. Na, schafft The Wall das oder fliegt er raus? Hat's wohl noch geschafft. Hier ist nochmal ein Tower Blade. Gucken das jetzt mal, ob das passt. Ne, das passt nicht. Tower Blade wäre schon sexy. Sie eigentlich auch, aber wir werden sie nicht auf 3 kriegen. Die sind bitterböse, die greifen extrem schnell an. Werden wahrscheinlich auch so durch uns durchmarschieren. Oh, komm, komm, komm. Und jetzt was Schönes. Plate Wave. Das ist nicht ganz so schön und auch nicht ganz so toll, wie ich mir das erhofft habe. Da ist nichts dabei. Wir leveln jetzt aber auf. Weil jetzt kriegen wir nämlich unseren Dings noch auf dem Feld, unseren Doom. Einmal rerollen wir noch. Enchantress. Ah, das wird nächste Runde erst was. Kriegen wir aber unseren Enchantress auf 3. Dann kann es sein, dass der Doom auch wieder erstmal weicht. Außer er macht jetzt einen richtig guten Job. Den Rob haben wir jetzt auch gerade erstmal ordentlich mitgegeben. Wir kämpfen uns wieder ein bisschen zurück. Aber Pedrick ist immer noch sehr gut. Nehmen wir nochmal einen Anti-Mage Nummer 2. I bring an end to magic. Vile sorcerers. So, ich habe ja gesagt, die Enchantress irgendwie auf 3. Ja, vielleicht schmeiße ich den Demon nochmal runter. Ja, den Doom. Weil der Task, er macht eigentlich auch keinen so tollen Job. Doch ich glaube, ich würde den Task nicht für eine Dings tauschen. Schön, dass er den da hinten gedoomt hat. Kann dadurch keine Spells machen und wird so eiskalt weggefarmt. Oh, wir haben 70 Gold. Habe ich letzte Runde nicht aufgepasst. Brauchen wir auch noch mal ein bisschen. Lykans, wir wollen keine Lykans. Ja, noch mal ein Anti-Mage. Dann lassen wir das mal so laufen. Oh, er hat einen Demon auf 2. Ein Dragon Knight. Oh, er spielt Mage, das ist hart. Da kriegen wir jetzt aber eiskalt auf den Sack. Enchantress brauchen wir nicht mehr. Reroll. Reroll. Phantom nehmen wir nochmal mit.
Kaufen wir noch einmal. Ah. Das, was kommen soll, kommt gerade nicht. Den sollten wir eigentlich bewegen können. Aber auch nicht. Oh, oder? Doch, 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 das sieht noch gut aus. Ich habe nicht gesehen, dass er noch am Leben ist. Warum er auch immer da hinten gechillt hat. So, wir haben Stufe 8. Dann bringen wir die Luna doch nochmal wieder aufs Feld. Die Enchantress. Terrorblade nochmal auf 3. Ja, beziehungsweise noch einen auf 2. Jetzt brauchen wir noch 3 davon. Oh. Tut mir leid, dich wollen wir nicht haben. 2 Anti-Mages wären auch noch gut. Die sind halt jetzt extrem schnell unterwegs. Wir nehmen auch alles auseinander, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ach, ich habe immer noch meine Dings. Plate Mail. Oh, da ist noch was. Noch ein Voidstone. Das haben wir alles nicht. Ring of Health. Dragonite brauchen wir aber auch nicht. Nehmen den Task noch mal mit. Das ist auch ein Voidstone. Auch noch mal ein Voidstone. Und du kriegst die Plate Mail. Kriegen halt hier auch eiskalt auf den Sack. Ist halt viel Damage, aber wir müssen durchhalten. Nichts Tolles gerade für uns dabei. Ah, die nehmen wir nochmal mit. Bauen wir davon noch ein. Einen Baum nehmen wir nochmal mit. Vielleicht tauschen wir den gegen den Task nochmal aus. Ich hoffe mal, dass wir gegen Rob gewinnen. Vergaß, das ist der mit den Mages. Aber doch. Diesmal sollten wir das packen. Oh. Aber doch, wir packen das. Was haben wir Gott sei Dank noch gepackt? Oh, das wäre schon mal ein Ricky gleich auf Stufe 2. Nein, da brauchen wir auch nichts. Enigma Elemental, nein. Ah. Baum vom Task ist auch weg. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt schön reingehen, weil... Hier brauchen wir 3 Sachen von den Task jetzt nicht mehr, den wir gerade verkauft haben. Aber den Lone Root. Ja, der Anti-Mage macht ja auch gleich wieder richtig schön Platz. Ich hoffe, wir überleben das. Ah, wir kriegen zwar nichts mehr down, aber... viel Damage. Aber wir werden jetzt noch mal hier ein bisschen upgraden.
vile sorcerers. To thy just reward, my blade compels thee. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Nein! Irgendwas wird verkauft. Ne, irgendwas geht auf die Bank. Oh, der Doom. Puh. Ich hoffe, wir überleben das hier noch. Ich glaube, der Lone Root, der wird den Task jetzt ablösen. Naja, er löst definitiv den Task ab. Oh, ich habe vergessen, hier aufzumachen. Können wir hier nochmal den Tree updaten. Du, du, du. Ah, die hätte ich jetzt auch nochmal updaten können, aber egal. Nein, da war noch einer. Übersehen. Werden jetzt auch nochmal aufleveln. Die nächste Runde, falls wir die überhaupt noch überleben. Achso, das sind die Dinos. Blinking Dagger. Wir brauchen nochmal einen Doom. Ein Doom. Ein Doom. Lone Root. Einen können wir noch raufbringen, einen können wir noch raufbringen. Und einen zweiten davon rauf. Schon wieder vergessen, sie abzudaten. Wir müssen mindestens Platz 3 jetzt irgendwie schaffen, dass wir das hier überleben. Oh, das sieht sehr gut aus. Er kriegt einen Blinking Dagger auf jeden Fall. Einer davon. Knights. Bunker. Treant. Kann ich nicht kaufen. Don't blink or you're missing. Also einen davon wollte ich ja ein Dings geben. Er kriegt Blink Dagger. Wir sind Top 3. Vielleicht kriegen wir auch noch Platz 2 hin, glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier Patrick schlagen. Oh doch, wir schlagen ihn. Ich glaube, weil wir 9 haben. Junge, wir haben Patrick gerade richtig auseinandergenommen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht gerade für uns aus. Ja, wir kaufen den Treant trotzdem nochmal. Der Doom wäre eigentlich nochmal gut. Ah, das war's, glaube ich, für uns. Den werden wir nicht down kriegen. Nee, der marschiert so durch uns durch. Oh, wir sind aber Platz 2 noch geworden. Weil wir haben Patrick noch rausgehauen. Ist nicht ganz so schlimm. Platz 2 kann ich mit leben.
mal sagen, wir sind Platz 2. Kann ich mit leben, aber er ist bitter, er hat nicht mal ein Candy gekriegt. Wir haben 3 Candies bekommen. Platz 2 kann man mit leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und es werden noch weitere Folgen kommen. Bis zum nächsten Mal.